Joa, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Also ja, wir haben schon die ersten Schritte getan in Richtung eigene Farm. Ich sehe gerade, das stimmt aber was nicht so ganz. Das scheint nicht umgegraben zu sein, oder? Sieht das nur so aus? Okay, es sieht nur so aus. Es ist zwar noch nicht, ja, bestellt, das Feldstück da. Aber ist auch egal, hier ist eine Höhle. Mit einem Creeper drin. Also meiden wir diese schon mal, das ist doch schon mal klar. Ich würde sagen, wir holen mal als nächstes... Ja, was holen wir denn? Wir wollten ja noch... Tiere uns holen. Ja, die Tiere nicht, die bringen uns nicht viel. Kühe und Schweine. Die bräuchten wir. Und die könnten wir dann hier hinbringen. Dafür müssten wir das natürlich hier auch mal ein bisschen Platz schaffen. Würde ich sagen, fange ich damit doch erstmal an, lieber vielleicht. Zack, 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 zack. Und nein, da war einer zu tief. Zack. Okay. Und das noch alles weg. Ja, dann kriegen wir, glaube ich, schon eine ganz gute Fläche hier hin, wo wir da was bauen können. Wir nutzen das Terrain. Einfach mal... So wie es ist, ich will da jetzt nicht zu viel abflachen und begradigen und alles Mögliche. Ist, glaube ich, auch einfach nicht so sinnvoll. Natürlich schon mal den Großteil davon. Weil es soll ja auch, naja, irgendwie ein bisschen gut aussehen. Aber ich möchte es auch nicht zu sehr übertreiben. Sagen wir es mal so. Zack, 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 zack. Ich muss erstmal schauen, wie weit wir denn hier graben müssen. Okay, bis hier. Okay, okay, okay. Zack, 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 zack. Ja, gut, das könnte ein wenig dauern, das so ein bisschen abzubauen hier. Ist ja nur ein bisschen Erde, ne? Ganz klein wenig. Wobei mit der Schaufel sollte es jetzt nicht so das riesige Problem sein, aber es ist natürlich trotzdem nicht die schönste Arbeit, die man hier sich am Tage so vorstellt. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Ich lobe ihn aber gerne vor dem Tag... vor dem Abend, denn der Tag mir schon am Tag am Arsch vorbeigeht, dann ist das auch egal. Dann kann ich den auch schon vor den Abend loben. Nee. Macht natürlich alles total den kräftigen Sinn. Das ist alles tiefsinnig und poetisch. Ein Meisterwerk aus meinem verwirrten Geise. Geiste. Geise. Geise ist auch cool. Nein, das war ein verwirrten Geiste. So. Ja, das kommt halt dabei raus, wenn man sich selber nicht so ganz ernst nimmt. Na, komm schon. Wir müssen das hier noch ein bisschen freikriegen auf jeden Fall. Sonst dürfte das hier schwierig werden. Das so zu bauen, wie ich mir das vorstelle. Ne? So ein quadratisches Gehege. So ganz schlicht und einfach. Ein bisschen größer. Ob das jetzt hier oben natürlich höher ist oder nicht, ist scheißegal. Die können da von oben ruhig reinhüppen. Sollen sie machen, was sie wollen, solange sie nicht von unten hochhüppen können. Ist das alles nicht so wild.
Da muss ich natürlich nochmal schauen. Brauchen wir nochmal die Leinen? Die muss ich mir nochmal gleich holen. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach Schweinen. Da ist übrigens wieder Fuchsi. Oder Foxy. Und jo. Foxy lebt schon öfter, aber länger bei uns. Nicht öfter. Er lebt öfter bei uns. Auch nicht schlecht. Nein, er lebt schon ewig bei uns. Und ja, ich habe ihn auch bis jetzt da gelassen. Ist er schon so eine Art Familienmitglied hier mittlerweile, ne? Okay. Da sind sie. Ich würde sagen, irgendwo waren sie doch. Hab ich doch schon wieder hier beinahe die Hälfte vergessen, was ich denn noch brauche. Also ein paar Fackeln sollte ich mitnehmen. Dann brauche ich Holz. Ganz viel. Holz, 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 Holz. Schwarzeichenholz, Schwarzeichenbretter ist gerade, glaube ich, recht egal. Hauptsache, wir haben erstmal Holz und machen uns gleich schöne, große Zäune davon. So. Okay, ich sehe schon, das dürfte ein wenig dauern. Das alles hier irgendwie unterzukriegen und ja, damit die Zäune zu bauen. Ich habe übrigens vor, wir könnten, wie viel kriegen wir raus an Zäunen? 4? Oder 3? Auf jeden Fall brauchen wir 6 24er 64er Stacks. Die versuche ich jetzt natürlich mal hier noch reinzubringen. Und dann muss ich erstmal die Erde rausschmeißen hier und sowas. Sonst wird da natürlich nichts. Da habe ich natürlich keinen Platz mehr hier für den ganzen Mist hier. So, raus damit. Und dann raus und raus und raus. Den ganzen Dreck, den braucht doch keiner. Um Gottes Willen, ey. Tschack. 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 2 kriegen wir dann nur. Ja, gut. Hab mir ein bisschen mehr erwartet, aber was soll man machen? Das dürfte auch fürs Erste genügen. Wobei ich jetzt gerade nicht. Wobei ich kann ja mal was machen. So. Wir nehmen erstmal alle. Machen dann hier nochmal. Eben. Na, wie war das denn? War das so? Jawohl. Ein Zauntor und dann haben wir das auch schon. Dann sollten wir vielleicht als allererstes mal den Zaun in Angriff nehmen. Damit der denn schon mal steht. Ich weiß auch noch nicht, bis wohin das Feld reichen soll. Okay. Eigentlich, wenn wir das manchmal mit Erde begrenzen würden, dann bräuchten wir nicht die komplette Höhe. Und das wäre natürlich auch mal eine Idee. Dann bräuchten wir nicht ganz so viele Zäune. Das wäre dann wie so eine natürliche Begrenzung, die künstlich angelegt wurde. Ja, so ungefähr. Genau. Erde, Erde, Erde. Okay, so viel zu dem Thema auch. Den Dreck, den braucht keiner. Da brauche ich ihn doch plötzlich ganz dringend. Ich glaube, ich sollte mal die Tür zumachen. Nicht, dass wir dann nachher hier Gäste haben hier. Nee, das wollen wir ja gar nicht. Da ist nämlich kein Platz für andere. Der ist für mich ganz alleine. So.
Na, jetzt. Ach, juckt's an der Nase gerade. Ach, jetzt ist hier noch ein Höhleneingang. Ach, du heilige Wurst. Ach, komm schon, ist egal. So. Wir brauchen es ja nicht ganz zu machen, aber zumindest ist es. Na, wobei, doch, wir machen es mal zu. Man kann sich ja immer noch vielleicht merken, dass da mal irgendwie was war, wo man nochmal hingehen wollte. So. Und hier. Und hier und hier und hier. Und hier und hier und hier. Ja gut, da hinten können wir dann nachher auch noch was wegroden und das Feld sonst dahin packen. So, so, so. Gerade überhaupt rein. Ja, und das sieht ganz gut aus. Ja, hier noch mal ein bisschen. Und das Tor. Das Tor zu einer anderen Welt. Swubbidiwupp. So, dann müssen wir dann nämlich jetzt hier noch mal Erde reinbauen. Nein, komm schon. So. Und dann habe ich hier eigentlich schon Blödsinn gebaut. Sehe ich gerade. Den sollte ja hier lang laufen. Und auch nicht so weit. Verdammt. Menschenskinder. Was ist denn hier los mit euch? Keine Konzentrationsfähigkeit heute hier zu verbuchen. Ja, komm, ich ziehe den Zaun jetzt doch einmal hier rum und Arsch lecken. Oder bis dahin und bis dahin und nicht weiter. So. Da kann man nicht drauf springen, ne? Dürfte nicht funktionieren. Gehege ist dann auch groß genug für. Upala. Für einige Tiere, hoffe ich. Die wir dann hier gekonnt reinschubsen werden. Jetzt müssen wir natürlich nur noch welche finden. Das ist, glaube ich, die größere Aufgabe. Die ich mir den jetzt hier versuche mal zu verwirklichen. Vielleicht in diese Richtung. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, wo ich nach denen suchen soll. Ich habe, glaube ich, die meisten abgeschlachtet. Was natürlich den großen Nachteil birgt, dass man sie jetzt nicht züchten kann. Mal davon abgesehen, dass wir die die Schweine hätten sowieso erst einmal nicht züchten können. Oh, mir schläft gerade der Fuß ein. Ich kann sagen, mir fällt der Fuß ab. Nein, der schläft mir nur ein. Da wir ja keine Karotten haben, ne? Deswegen schläft mir der Fuß ein. Ja. Genau so ist das. Eben, die ist schon mal ein Schweinchen. Wir könnten das Schweinchen da trotzdem mit reinkicken. Oder, Schweinchen, sollen wir dich mitnehmen? Möchtest du mit uns kommen? Hm? Ja, du möchtest. Hey, ganz ruhig. Ja. Ich mache jetzt nicht Schinkenstreifen aus dir, ich mache später Schinkenstreifen aus dir. Versprochen. Noch nicht jetzt, aber später. Komm mit. Johannes.
Gut, Johannes ist da. Johannes nehmen wir mit. Es wird nämlich auch dunkel. Mein Gott, er wird das nicht überleben. Er guckt schon so panisch. Hey, solange ich noch keine Karotten hab, um dich zu züchten, wirst du nicht sterben. Keine Sorge. Ob das natürlich ein Trost ist, ist natürlich auch irgendwie fraglich. Ich stoße heute immer irgendwie gegen den Popschutz mit dem Gesicht. Ja, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Popschutz. So puff. Nee, dass ich nicht davor gletsche. Mich verletze. Ja, das war jetzt auch mal eine geile Aktion. Einfach gelaufen und gelaufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die Leine abgeblieben ist. Ja, die suche ich gleich mal eben. Wenn sie denn überhaupt noch da ist. Komm schon. Mach dich frei. So. Jetzt gib mir meine Leine wieder. Die brauche ich nämlich noch. Du Ganove. Ja. Wo ist die Leine hin? Gute Frage, nächste Frage. Wo haben wir sie denn verloren? Beziehungsweise finden wir sie überhaupt wieder? Ich glaube, sie kann auch zerstört werden, oder? Was wahrscheinlich gerade der Fall war, weil ich sehe sie auch nicht mehr. Ist natürlich ärgerlich jetzt. Oh, mein Bein. Ich habe mir das Bein gebrochen. Verdammte Mist. Hat aber auch geklatscht gerade, ey. Unglaublich. So. Früh am Morgen geht es los. Diesmal aber ohne Floß. Wir suchen uns ein paar Tierchen aus für unsere kleine Farm. Kühe. Kühe wären jetzt ideal. Die bräuchte ich ganz, ganz dringend. Ah. Oh mein Gott. Ja. Aber da durch den Wald eiern, will ich das? Gerade ehrlich gesagt, nein, will ich nicht. Ich würde gerne mal hier vorne schauen. Aber es sieht alles so schlecht aus. Alles so karg und... Ui, hier geht es immer tief runter. Ja, mei, wo führt das denn hin? Sieht natürlich auch nicht verkehrt aus von hier. Stimmt. Ja. Ist auch ein netter, sehr netter Ausblick. Was war das denn da vorne gerade? Habe ich da was? Kürbisse. Okay. Brauche ich Kürbisse? Kann man die Kürbisse überhaupt essen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Kann man sich natürlich so schöne Halloween-Laternen rausbasteln, aber... ich glaube, das war es auch schon. Und man kann sie natürlich aussetzen, um die Endermans nicht auf sich aufmerksam zu machen. Ein Elefantit! Habt ihr das gesehen? Da war ein Elefantit. So, aber den Elefantit, den wollen wir gerade gar nicht. Hier unten sind Schweinchen. Ja gut, Schweinchen wären ja natürlich eigentlich, könnte ich jetzt zweite Schweinchen mitnehmen. Da sind aber noch viele mehr Schweinchen und viele Meerschweinchen. Ja, viele, viele Schweine, also Meerschweine, wollte ich sagen. Meerschweinchen kamen dabei raus. So.
Hallo. Das gibt mir doch nicht. Muss ja doch irgendwo Kühe geben. Eigentlich wäre das doch schon... Also... Ausblicktechnisch hier oben ist das richtig, richtig fett. Ich weiß ja nicht, wie es da oben ausschaut. Da oben war ich eigentlich noch gar nicht. Ich würde da aber schon die Hütte hinbauen. Ja. Vielleicht auch nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber ich werde da auf jeden Fall nochmal schauen. Und man kann sich ja noch überlegen, wie, wo man was macht. Steht uns ja offen. Die Welt ist uns offen. Okay, wo könnte ich Kühe finden? Kühe, wo seid ihr? Also mit so einer Kuh hier schon so hochzulaufen, das ist schon mega anstrengend. Vor allem, wenn man nur eine Leine hat. Ja, weil die andere von so einem blöden Schwein einfach kaputt gemacht wurde. Ja, ja. Ah, gucke mal. Ein Pferdchen und ein Baby-Zebra. Zebra ist aber auch gerade uninteressant. Man kann natürlich damit irgendwann später, braucht man sie fürs Züchten und hin und her und ja, das Leben ist nicht schwer, nein. Es läuft einfach gerade nicht, also umso weiter ich laufe, umso schwieriger wird es für mich, ja, Kühe zu finden, beziehungsweise nicht zu finden, sondern die Kühe wieder zurückzubringen. Hab doch noch ein Brot. Warum fresse ich das denn nicht? So. Ist erstmal Schicht im Schacht. Mal davon abgesehen, dass ich es jetzt sowieso nicht mehr zurückschaffe, wahrscheinlich. Bei dem Tag-Nacht-Wechsel. An der Stelle würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin auf Wiederschauen.